Rolle? Nachdem es 2:0 stand für den Gegner, habt ihr euch noch rangekämpft. Das sah gut aus, hat trotzdem nicht gereicht. Wie sind jetzt die Emotionen? Was geht in euch vor? Was meinst du? Emotionen sind ärgerlich, enttäuscht ein bisschen, weil wir uns auch in der ersten Halbzeit schon mehr vorgenommen, wussten, dass Bissing stark im Konterspiel ist und haben es aber nicht geschafft, die Konter zu verhindern, sondern im Gegenteil, gleich nach 3 Minuten den ersten Konter gekriegt, gleich ein Gegentor kassiert. Das ist natürlich ärgerlich in unserer Situation. Zweite Halbzeit haben wir uns gut rangekämpft und dann ist es schwer. Wir haben versucht aufzumachen noch und kriegen dann auch wieder Gegentore, die uns jetzt so oder gegen uns fallen in der Situation, die wahrscheinlich, wenn man davor die Spiele erfolgreicher bestreitet, nicht gefallen wären. Und so gehen wir wieder als Verlierer vom Platz. Aber im Endeffekt ist es wurscht, wir müssen es abhaken und weitermachen. Die Leistung, wie beurteilst du sie heute? Ja, wir haben gegen Tabellenzweiten gespielt, muss man auch sagen. Wir standen im Großen und Ganzen ganz ordentlich, haben versucht, immer wieder anzulaufen. Es ist im Prinzip egal, was für eine Leistung wir haben. Wir haben das Spiel nicht gewonnen. Wir brauchen jetzt nur Punkte. Das Einzige, was zählt, egal wie. Und ja, das soll der Trainer beurteilen. Das war jetzt die 6. Niederlage in Folge. Eine Niederlageserie, die vielleicht auch an den Anfang der Saison erinnert. Wie geht man in der Mannschaft damit um und wie ist mit Perspektive auf diese Serie die Stimmung in der Mannschaft? Ja, so Niederlageserie steckt natürlich schon ein bisschen in den Köpfen. Wir versuchen es trotzdem, uns nicht so sehr an uns ranzulassen, sondern im Fußball beginnt jedes Spiel bei 0-0 und wieder von vorne und geht immer 90 Minuten, um mal alle Phrasen rauszudreschen. Es ist wirklich vor jedem Spiel, egal was davor war, wir müssen jedes Spiel neu angehen und haben in jedem Spiel auch die Chance, den Platz als Sieger zu verlassen. Das wissen wir, unsere Stärken sind uns schon auch bekannt und die müssen wir nur wieder abrufen. Dass du wieder auf dem Platz stehst, war eigentlich so nicht geplant. In der Winterpause hast du ja dein Karriereende als Spieler bekannt gegeben. Kannst du mehr zum Hintergrund sagen, wieso du jetzt wieder spielst? Spielt im Prinzip keine Rolle. Wir haben eine Verletzungsmiserie natürlich, wo wir nur noch wenige Spieler haben. Und ich habe Bernd auch gesagt, wenn Not am Mann ist, soll er mich anrufen. Das war jetzt dann der Fall und deswegen bin ich wieder da. Das nächste Spiel, es geht gegen Balingen. Wie wird man versuchen, diesen Gegner zu packen? Wird sicherlich auch nicht einfach. Ja, das werden wir uns jetzt in der Trainingswoche überlegen, wie wir den Gegner packen. Wichtig ist, 100% Leidenschaft mit das Spiel anzugehen mit 100% Leidenschaft und dann werden wir unsere Chancen haben.